Blick, wie vorhin gesagt, auf Sicherungssysteme in anderen europäischen Ländern werfen. Und dazu werden jetzt unsere VeranstalterInnen, die OrganisatorInnen hinter den Kulissen in eine andere Rolle schlüpfen. Also hier werden dauernd Hüte hin und her gewechselt. Silja Gadola und Elisabeth Roos haben gemeinsam mit Melissa Belladasmi, Jana Prinsloo und Jonathan Roth vorgestern ist die Studie veröffentlicht worden, ne? Eine Studie veröffentlicht, die In Search of Fair Systems heißt, Examining Social Securities for Artists in Europe. Und sie werden uns jetzt gleich die Forschungsergebnisse präsentieren. Ich würde aber gerne beide kurz vorstellen. Silja Carla Gadola war bis 2016 als Choreografin und Tänzerin tätig. Und sie hat unter anderem die Performance-Reihe der Galerie Savvy Contemporary kuratiert. Sie war außerdem Teil des künstlerischen Leitungsteams des Tanzbad-Festivals, Mitbegründerin von MICA, Movement in Contemporary Art. Und seit August 21 leitet sie die Projekte Systemcheck und Background, wovon wir auch schon ein bisschen gehört haben, hier beim Bundesverband. Sie ist seit 2019 im Sprecherinnenkreis der Koalition der Freien Szene in Berlin. Elisabeth Roos hat Kulturwissenschaften an der Universität Maastricht und Leuphanner Universität in Lüneburg studiert und ihr Forschungsschwerpunkt war, sehr interessant, die kulturelle Stadtentwicklung. Sie ist seit Juni 21 beim Bundesverband und auch in den Projekten Systemcheck und Background tätig. Zuvor war sie bei der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart und auch bei Etche in Dortmund tätig. Da hat sie verschiedenste Erfahrungen mit Förderprogrammen gesammelt. Wir sind jetzt sehr gespannt auf eure Forschungsergebnisse und freuen uns, die nächsten ungefähr 20, 25 Minuten werden dafür in Anspruch genommen. Danke. Ja, danke Prasanna. Ich hoffe, man hört mich. Genau, Silja und ich werden Ihnen und euch jetzt mehr zur europäischen Studie und den Ergebnissen erzählen. Genau, die Aufgabe dieser Studie war es, einen Blick in andere europäische Länder zu werfen und zu untersuchen, wie Künstlerinnen und Kulturschaffende dort sozial abgesichert sind. Insbesondere interessant sind dabei natürlich Systeme, die sich explizit an diese Berufsgruppen richten. Die Frage, die wir verfolgt haben, war dementsprechend, gibt es in anderen europäischen Ländern spezielle Systeme der sozialen Absicherung für Kulturschaffende und wie sehen diese genau aus? Das Ziel der Studie war es, Good Practice-Beispiele in anderen europäischen Ländern zu identifizieren und mögliche Lösungsansätze für Deutschland abzuleiten. Da der Rahmen der Studie begrenzt war, war es uns leider nicht möglich, alle europäischen Länder zu untersuchen. Und aus einem ursprünglichen Pool von 10 Ländern haben wir dann 5 ausgewählt. Das waren Belgien, Dänemark, Frankreich, Österreich und Portugal. Auch hat die Studie es leider nicht hergegeben, sich alle sozialen Absicherungskomponenten anzuschauen, weswegen wir uns für 3 Komponenten entschieden haben, die sich im bisherigen Verlauf des Projektes als sehr wichtig herausgestellt haben. Das war einmal die Altersvorsorge, die Arbeitslosigkeit und die Elternschaft. Die Studie haben wir in 3 Teile aufgeteilt. Zunächst einmal eine explorative Untersuchung und vergleichende Analyse der 3 sozialen Absicherungskomponenten in den 5 ausgewählten Ländern. Dieser Teil wurde von der Soziologin Melissa Belladasmi für uns durchgeführt. Sie hat basierend auf einer Literatur- und Dokumentenanalyse dargestellt, wie Künstlerinnen und Kulturschaffende in den 5 europäischen Ländern abgesichert sind, ob es spezielle Systeme gibt, wie diese funktionieren und abschließend noch diese Systeme verglichen. Im zweiten Teil wurde eine qualitative Interviewstudie von der Theaterwissenschaftlerin Jana Prinsloo und dem Kulturanthropologen Dr. Jonathan Roth durchgeführt. Basierend auf den Ergebnissen vom ersten Teil haben die beiden in Rücksprache mit uns einen Fragebogen entwickelt, der an Vertreterinnen von Verbänden der darstellenden Künste in den 5 ausgewählten europäischen Ländern geschickt wurde, die diesen schriftlich beantwortet haben.
Ziel dieses zweiten Teils war es, die Systeme auf ihre Funktionalität zu evaluieren und Good-Practice-Beispiele darzustellen. Leider haben wir in diesem Teil keine Einblicke aus Dänemark, weil es hier nicht möglich war, eine Interviewpartnerin im vorgegebenen Zeitrahmen zu finden. Der dritte Teil war dann ein Workshop, der von uns im August diesen Jahres durchgeführt wurde, bei dem wir zusammen mit Expertinnen und AkteurInnen aus Deutschland und Europa die Ergebnisse der ersten beiden Teile diskutiert haben. Besonderer Fokus war hier das Thema der Erwerbslosigkeit. Wir haben eine Diskussionsrunde mit Expertinnen aus Belgien, Portugal und Deutschland gemacht. Und anschließend wurde in drei verschiedenen Thinktanks mit den Teilnehmerinnen mögliche Lösungsansätze für Deutschland entwickelt, basierend auf ausgewählten Good-Practice-Beispielen aus unterschiedlichen europäischen Ländern. Auch hier gab es wieder ein Thema, einen Themenfokus auf das Thema Erwerbslosigkeit und Altersvorsorge, da es kein Good-Practice-Beispiel für das Thema Elternschaft gibt. Dazu sage ich gleich noch etwas in einem Nebensatz. Genau, bei der explorativen Untersuchung hat Melissa Bell-Adasme festgestellt, dass es in allen fünf Ländern mindestens ein spezifisches System für Künstlerinnen und oder Kulturschaffende gibt. In Frankreich und in Österreich gibt es Systeme für die Altersvorsorge von Künstlerinnen. In Belgien, Dänemark, Frankreich und Portugal gibt es spezifische Systeme für die Erwerbslosigkeit. Dabei sind auch häufig Kranken- und Unfallversicherungen inkludiert. Die Grundlage für die Entwicklung dieser Sondersysteme in allen fünf Ländern ist die besondere Situation von Künstlerinnen und Kulturschaffenden. Das heißt, diese Systeme nehmen insbesondere in Betracht die besonderen Arbeitsformen und Bedingungen, unter denen Künstlerinnen und Kulturschaffende arbeiten. Auch berücksichtigen diese Systeme dabei die Tatsache, dass Künstlerinnen und Kulturschaffenden häufig mehreren Tätigkeiten und Erwerbsformen nachgehen. Jedoch hat sich auch gezeigt, dass es eine Lücke im Bereich der Hybridbeschäftigten gibt. Das Thema Elternschaft ist in allen fünf Ländern, so wie auch in Deutschland, unterrepräsentiert. Es gibt kein besonderes System, was die Herausforderungen, die Elternschaft bei Künstlerinnen und Kulturschaffenden mit sich bringt, adressieren. Die Interviewstudie von Jana Prinzlo und Jonathan Roth hat gezeigt, dass eine Übertragung eines länderspezifischen Systems wie eine Blaupause nicht möglich ist, da jedes System ein Ergebnis eines langfristigen, komplexen Entwicklungsprozesses ist, dem die nationalen Grundlagen der sozialen Absicherung zugrunde liegen. Also es wäre jetzt nicht möglich, zum Beispiel das System aus Belgien 1:1 nach Deutschland zu übertragen. Es ist auch deutlich geworden, dass es in einigen Ländern Prozesse zur Verbesserung der sozialen Absicherung gibt. Und in dem Zusammenhang sind vor allem zwei Vorzeigeprojekte zu nennen. Das ist einmal in Belgien und in Portugal, in Belgien der Künstlerstatus und in Portugal der Kulturschaffendenstatus, die die Problematik der Zwischenzeiten adressieren, also die in Form eines Arbeitslosenversicherungssystems funktionieren. Silja wird dazu gleich noch mehr sagen. Und ein weiteres Ergebnis der Interviewstudie war auch, dass die untersuchten Systeme die wirklichen Arbeitsrealitäten nur zum Teil abdecken und können deswegen auch nur begrenzt substanzielle Verbesserungen herbeiführen. Ich werde jetzt noch kurz etwas zu den Absicherungssystemen zur Altersvorsorge in Frankreich und in Österreich vorstellen und anschließend wird Silja dann mehr zu den Systemen der Erwerbslosigkeitsversicherungen sagen. In Frankreich gibt es ein Rentensystem für selbstständige Künstlerinnen und AutorInnen, das La Sécurité Sociale des Artistes Auteurs. Ich hoffe, das war jetzt nicht ganz falsch ausgesprochen. Genau, dieses System ist für selbstständige Künstlerinnen, die in einem der fünf folgenden Tätigkeitsbereichen unterwegs sind. Das ist einmal die bildende Kunst, das sind AutorInnen und IllustratorInnen, Songwriter, DrehbuchautorInnen und FotografInnen. Wie man sieht, die darstellenden Künste fallen hier nicht darunter, weil
in Frankreich Akteurinnen in den darstellenden Künsten als Angestellte betrachtet werden und haben deswegen keinen Zugang zu diesem Altersvorsorgesystem. Um Mitglied dieses Systems zu werden, muss man nur einer dieser 5 Tätigkeiten nachgehen und sobald man diese Tätigkeit aufnimmt, ist man Mitglied dieses Systems und bezahlt Beiträge. Darüber, dass man Beiträge bezahlt, erhält man auch direkt persönliche Ansprüche, die dann halt später im Rentenalter geltend gemacht werden können. Und was auch möglich ist, ist, wenn man mehreren Erwerbsformen nachgeht, in unterschiedliche Rentensysteme einzuzahlen und die sich dann zusammen addieren, dass man höhere Rentenansprüche im Alter hat. So viel in Kürze zu Frankreich. In Österreich gibt es den Künstlersozialversicherungsfonds, der ein bisschen ähnlich ist wie die Künstlersozialkasse in Deutschland, aber dann auch wieder nicht. Genau, hier funktioniert das so, dass selbstständige Künstlerinnen in Österreich Beiträge in die staatlichen sozialen Absicherungssysteme bezahlen, auch die Rentenversicherung, und dass ihre Beiträge subventioniert werden. Mit einer maximalen Summe von 158 Euro im Monat, wenn man ein Mindesteinkommen im Jahr hat. Ich glaube, das liegt ein bisschen bei über 5.000 Euro. Dann kann man diese Subventionen kriegen. Genau, Voraussetzungen dafür sind, dass man einer selbstständigen künstlerischen Tätigkeit nachgeht und halt dieses Mindesteinkommen hat. Genau, das funktioniert so ähnlich wie in Deutschland, was dann wiederum anders ist als in Deutschland, aber ähnlich wie in Frankreich ist, dass man auch hier in verschiedene Rentensysteme einzahlen kann. Ich kann eine Tätigkeit als selbstständige Künstlerin haben, aber kann auch noch einer Tätigkeit als angestellte Künstlerin nachkommen und zahle in 2 verschiedene Rentensysteme ein, die dann aber auch wieder später zusammenkommen. Und man verliert seine Mitgliedschaft nicht, wenn man unterschiedlichen Tätigkeiten nachgeht. Und jetzt übergebe ich das Wort an Silja. Dankeschön, Elisabeth. Ich setze am Anfang an, was auch heute und gestern schon viel diskutiert wurde. In den beiden Studienteilen von Bel Adasme und Roth Prinsloh wurde nämlich die Frage sehr besprochen und auch in dem Workshop, ob oder wann bei Kunstschaffenden von Arbeitslosigkeit gesprochen werden kann und welcher Begriff geeignet wäre. Ich zitiere ein kurzes Zitat von der Interviewstudie von Prinsloh Roth, weil ich das finde, dass es das sehr gut zusammenfasst. Bei selbstständigen Berufen, vor allem in den darstellenden Künsten, werden nicht alle Arbeitstätigkeiten immer vergütet oder überhaupt als Arbeit anerkannt, so wichtig sie auch sein mögen. Aufgrund der Rahmenbedingungen vieler Förderprogramme werden vor allem Proben und Aufführungen als künstlerische Arbeit im engeren Sinne betrachtet. Darüber hinaus werden Ausfallzeiten zwischen den Jobs, die im Wesentlichen aus unbezahlter Arbeit, zum Beispiel Akquise, Netzwerken, bestehen, oft als Arbeitslosigkeit wahrgenommen und behandelt. Ein weit verbreitetes Stigma und eine Abwertung der freien, der künstlerischen Arbeit. Dieser Aspekt, das haben wir auch schon gehört, sollte unbedingt beachtet werden, wenn die, in Anführungsstrichen, Arbeitslosenversicherung für Selbstständige reformiert wird. Auf eine finale Bezeichnung dieser Phasen haben wir uns im Projekt auch noch nicht festgelegt. Ich benutze heute aufgrund der eben genannten Diskussion den Begriff Erwerbslücken. Weil im Vordergrund stehen soll, dass es sich um Phasen handelt, wo kein Einkommen generiert wird und nicht, wo keine Arbeit oder kein Auftrag verrichtet wird bzw. vorliegt. Ich beschreibe nun einzelne Aspekte der 4 verschiedenen Versicherungssysteme für Kunstschaffende aus Belgien, Dänemark, Frankreich und Portugal, wobei ich mich hauptsächlich aufgrund der Workshop-Ergebnisse auf Belgien und Portugal beziehen werde und die anderen 2 Länder nur ganz kurz anschneide. Hier nochmal der Hinweis, dass die Studie auf unserer Webseite darstellende-künste.de herunterzuladen ist als PDF unter dem Kapitel Mediathek zum Beispiel.
Danach, wenn ich diese Aspekte vorgestellt habe, werde ich anhand der Workshop-Diskussion auch hier nur angeschnitten ein paar Lösungsansätze vorstellen. Ich beginne mit Belgien. Der sogenannte KünstlerInnenstatus wurde erneuert. Der ist auch erst jetzt im September, also vor ungefähr 2 Monaten, wurde der eingeführt, also umgesetzt, eingeführt, also gestartet. Die Umsetzung hat lange gedauert. Die Erneuerung zielt darauf ab, die Situation in Zeiten vorübergehender Erwerbslücken zu erleichtern, um die unregelmäßigen Einkommensströme von Kunstschaffenden an das Sozialversicherungssystem anzupassen. Dieser Status beschreibt weitere Maßnahmen, die es Kunstschaffenden ermöglichen sollen, durch flexiblere Bedingungen Zugang zum gleichen sozialen Sicherungsnetz wie ArbeitnehmerInnen zu erhalten. Zum Beispiel ist es während dem Versicherungsschutz erlaubt, neben dem Bezug von Beiträgen gleichzeitig der künstlerischen Tätigkeit nachzugehen. Wenn dabei Honorare eingenommen werden, die aber nicht zum Leben reichen, bleibt ein verminderter Schutz bestehen. Es gibt auch eine Höchstgrenze von Einnahmen, die generiert werden dürfen, um diesen Schutz in Anspruch zu nehmen. Aber er wird nicht einfach gleich ausgesetzt, sondern er passt sich an mit dem Ziel, dass wieder eingestiegen werden kann in die Arbeit, also dass man sich nicht ganz rausnehmen muss. Ein anderer sehr interessanter Aspekt, den der erneuerte KünstlerInnenstatus mit sich brachte, ist die definierte Gruppe, die Zugang hat. Das war ein wichtiger Punkt der Reform. Diese umfasst nämlich nicht nur KünstlerInnen im engeren Sinne, sondern auch, wie es jetzt in Belgien genannt wird, kreative technische Tätigkeiten und kreative unterstützende Tätigkeiten, wie zum Beispiel Produktionsleitungen. Und das Argument, was wir hier auch schon gehört haben, für die Ausweitung des Zugangs auf andere Tätigkeiten ist, dass die verschiedenen Tätigkeiten unter die gleichen prekären Arbeitsbedingungen fallen. In Dänemark gibt es 22 verschiedene Arbeitslosenversicherungsfonds, auf Dänisch heißt es A-Kasse, einer davon ist für KünstlerInnen. Also viele sind für einzelne Berufsgruppen ausgerichtet, manche gelten auch für alle. Der Zugang ist für angestellte und selbstständige KünstlerInnen möglich. Zu den versicherten Tätigkeiten gehören unter anderem TänzerInnen, InstrumentalistInnen, SängerInnen, ArtistInnen, ZauberInnen und ZirkuskünstlerInnen. Ich gehe schon weiter zu Frankreich. Ja. Und schließe ab mit Portugal. Über Frankreich haben wir schon über die Altersvorsorge gehört. Die Versicherung für Arbeitsunterbrechungen für KünstlerInnen, die ja als Angestellte gelten, ist in die allgemeine Arbeitslosenversicherung integriert. Versichert sind hier alle Kunstsparten, die projektbasiert arbeiten, in Bezug stehend zu Kunst, Kunstprojekten oder Kunstproduktionen. Das sind neben KünstlerInnen auch TechnikerInnen. Die Bereiche sind Kino, FilmemacherInnen haben diese Versicherung ins Leben gerufen, gefordert und entwickelt. Es wurde jetzt ausgeweitet auf die Bereiche darstellende Künste und audiovisuelle Künste. Ein Kritikpunkt laut der Interviewpartnerin von Roth und Prinsloh ist der zeitlich sehr hohe Aufwand, um die der Berechnung zugrunde liegenden Stunden zu erfassen. Auch hier verweise ich für weiteres auf unsere Publikation und mache weiter mit Portugal. In Portugal gab es bereits eine Arbeitslosenversicherung, auch für Selbstständige, die aber für die meisten nicht wirklich eine Möglichkeit waren. Also vielleicht ähnlich wie in Deutschland, dass es die Ausrichtung einfach nicht passend war. Dieses System berücksichtigt auch, dass Kunstschaffende in Phasen der Erwerbslosigkeit ihren künstlerischen Aktivitäten trotzdem nachgehen müssen, um in Zukunft in ihrem Beruf weiterarbeiten zu können, indem sie zum Beispiel schreiben, üben, trainieren. Das muss ich den meisten hier Anwesenden nicht aufzählen. Wer Leistungen bei Arbeitslosigkeit erhält, ist nicht gezwungen, einer Arbeit außerhalb des eigenen Berufs oder Berufsbereichs nachzugehen. Laut unserer Expertin im Workshop, Mafalda Sebastiao, ist ein Wechsel ins System und wieder raus scheinbar recht unkompliziert. Das System soll dazu da sein, eine Aussetzung
der kulturellen Aktivität zu schützen. Suspension of Cultural Activities hat sie das genannt. Dieses neue System wurde letzten Monat implementiert und wir bleiben in Kontakt und daten uns ab, wie das dann auch tatsächlich läuft, diese Erneuerungen. Genau, nun zu den ein paar Lösungsansätzen. Wir haben ja jetzt auch schon sehr viele gehört. Also ich zeige Parallelen auf und werde es aber versuchen, wirklich kurz zu halten, weil es sich oftmals deckt, was uns auch bestärkt eigentlich im eingeschlagenen Weg. In Bezug auf eine passende Absicherung für Kunstschaffende in erwerbslosen Arbeitsphasen finden wir, können Belgien und Portugal als gute Beispiele herhalten, wie Sie auch schon gehört haben. In diesen Systemen sind eben, wie gesagt, auch andere Tätigkeiten abgesichert, die unter den gleichen Bedingungen arbeiten wie KünstlerInnen. Unter anderem daher kam auch im Workshop der Vorschlag auf, die QSK solle sich für weitere Berufsgruppen öffnen, sollte die Arbeitslosenversicherung, in Anführungsstrichen, in die QSK integriert werden. Außerdem werden Spezifika der Arbeitsrealitäten von Kunstschaffenden anerkannt, eben die, dass Lösungen gefunden wurden, dass in dem Beruf weitergearbeitet werden kann, auch wenn zu wenig für den Lebensunterhalt oder in gewissen Zeiten kein Geld eingenommen wird. In Bezug auf einen verbesserten Schutz im Alter kamen im Workshop zum Beispiel folgende Vorschläge auf. Die Möglichkeit für Selbstständige, darüber haben wir auch schon gehört, in die Bayerische Versorgungskammer, sich da zusätzlich versichern zu können, darauf sollte mehr aufmerksam gemacht werden, dass es mehr in die Kommunikation kommt. Das auch zum Beispiel ein jetzt eingestellter Auftrag an den BFDK. Dann kam die Idee auf, der Bedarf, dass wenn das in der KSK bleibt oder wenn wir da uns die angucken, die in der KSK versichert sind, dass dann eben auch die nicht künstlerischen Tätigkeiten, Rentenansprüche, durch diese Tätigkeiten auch Rentenansprüche aufgebaut werden sollten. Also wie wir das zum Beispiel aus Österreich gehört haben. Weil wenn quasi nur die künstlerischen Einkommen in der KSK zählen und die dann in die Rentenversicherung gehen, dann ist es halt einfach nur ein Teil und reicht sowieso nicht aus. Das hatten wir gestern im Workshop auch diskutiert, es kam, glaube ich, nicht so hier groß vor. Die Voraussetzung für und der Anspruch auf Grundrente muss angepasst werden, die Grundrente muss erhöht werden. Das haben wir aber auch schon öfter gehört an anderen Stellen. Und natürlich spielt auch hier bei der Vorsorge fürs Alter, aber auch in die anderen Phasen, in denen kein Gewinn generiert wird, die Anhebung der Honorare und Gehälter. Es gibt jetzt 5 Aspekte, die ich nochmal zusammenfasse, auf die Antworten gefunden werden müssen, wenn neue Modelle entwickelt werden. Erstens, wer hat Zugang zu den Leistungen und unter welchen Bedingungen? Zweitens, wie wird die Versicherung finanziert? Wie viel durch wen? Heute auch schon gehört. Drittens, die Leistungen bei Altersvorsorge und Erwerbslosigkeit müssen für den Lebensunterhalt reichen, vielleicht in Anlehnung an die Honorarempfehlungen der Sparten. Viertens, die Kontinuität der künstlerischen Arbeit in Phasen, in denen die Leistungen benötigt und erhalten werden, muss gewährleistet sein. Und fünftens, soll es eine Versicherung in erwerbslosen Zeiten spezifisch für Kunstschaffende geben? Oder sollen deren Bedarfe in die Reform der aktuellen Arbeitslosenversicherung für Selbstständige allgemein integriert werden? Auch das deckt sich viel mit den Diskussionen heute, was in den Workshops auch gesagt wurde. Sollte es zu einer Versicherung spezifisch für Kunstschaffende kommen, würde sich die Frage stellen, ob dieses fehlende Element der Versicherung in die KSK aufgenommen werden kann oder soll. Diese Variante würde die Aufgabe allerdings nicht ersetzen, eine neu aufgelegte Arbeitslosenversicherung für Selbstständige so zu gestalten, dass Kunstschaffende auch davon profitieren können, die nicht über die KSK versichert sind. Genau, Elisabeth hat es auch schon gesagt, es ist nicht möglich, das 1:1 zu übersetzen, aber wir fanden es wirklich sehr hilfreich zu hören, wie andere Länder damit umgegangen sind, woran sie gedacht haben, dass sie das kommuniziert gekriegt haben. Und es eröffnet auf jeden Fall Möglichkeiten, da genauer hinzugucken und sich dann auch natürlich mit Expertinnen hierzu auszutauschen, also mit Rentenversicherung, ÖkonomInnen, die
das mit uns in dem aktuellen Sozialversicherungsgesetz einfach angucken oder Arbeitsgesetz. Und somit beenden wir hier die Diskussion darüber und freuen uns über die weiteren Gespräche auch dazu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.